1314 kam es zu einer Doppelwahl. Der Habsburger Friedrich der Schöne und der Wittelsbacher Ludwig IV., der Bayer, wurden gewählt. Erst in der Schlacht bei Mühldorf, der größten Ritterschlacht seiner Zeit, fiel 1322 die Entscheidung. Friedrich verlor, wurde aber 1325 von Ludwig als Mitkönig anerkannt. Friedrich starb 1330. Ludwig der Bayer versuchte, die imperiale Politik der Staufer wieder aufzunehmen. Zugleich betrieb er in großem Stil eine Hausmachtspolitik. Das brachte die Wittelsbacher zusehends in Gegensatz zu den Habsburgern und Luxemburgern. Das manifestierte sich am deutlichsten nach dem Tod Heinrichs VI. Von Kärnten. Er war Herzog von Kärnten und von 1307 bis 1310 auch König von Böhmen. Dort musste er den Luxemburgern weichen. Mit seinem Tod fiel Kärnten 1335 an die Habsburger, während die Grafschaft Tirol an Tochter Margarete, genannt Maultasch, fiel. Um das strategisch wichtige Tirol eiferten nun die Luxemburger, Wittelsbacher und Habsburger, denen es 1363 schließlich zufiel. Eine Görzer Nebenlinie mit Besitz um Lienz und Görz selbst existierte noch bis 1500. Mit dem Papsttum stand Ludwig IV. In Streit. Nach dem Tod Friedrichs II. Schien das Papsttum den hochmittelalterlichen Konflikt gewonnen zu haben. Allerdings entzündete sich mit Frankreich ein neuer Konflikt. 1302 veröffentlichte Papst Bonifaz VIII. Die Bulle Unam Sanctam, in der der Vorrang des Papstes über die Könige festgeschrieben wird. 1305 wurde Clemens V. ein Franzose Papst. Nachdem 1308 der Lateranpalast als päpstliche Residenz in Rom abgebrannt war, zog der Papst mit der Kurie nach Avignon. Bis 1378 bzw. mit Gegenpäpsten bis 1417 residierten Päpste nun in der Stadt an der Rhone. Dies wird als avignonesisches Exil oder babylonische Gefangenschaft der Päpste bezeichnet. Im Konflikt mit Friedrich dem Schönen wurde Ludwig IV. Exkommuniziert. Ludwig betrieb auch angesichts der Verlegung der Papstresidenz von Rom nach Avignon eine offensive Italienpolitik. Trotz Exkommunikation zog er nach Italien und erreichte 1328 Rom. Dort wurde er von Bischöfen zum Kaiser gekrönt. Schließlich förderte er, da ein Papst seinen Sitz in Rom haben müsse, die Wahl eines Gegenpapstes, der ihn nochmals dann krönte. Ludwigs Herrschaft war ambivalent. Am Ende seines Lebens wurde nochmals ein Gegenkönig gewählt.